Hier wird die Zeit angegeben. Am besten immer mehr als 7 Minuten. Wir machen jetzt nur einen Testlauf. Die Umdrehung wird in 60 Umdrehungen pro Minute gemessen, stufenweise. Die Zeit, die gelaufene Zeit wird unten angegeben. Hier werden jeweils die Schalter eingegeben. Umbruch, Zweideckel und Innenzahl.
muss erneut gelöst werden. Jetzt sind die Schalter offen. Die roten. Zwei Deckel und einmal die Zarge. Fehlerbesichtigung. Und hier können ein Service gemacht werden. Da muss man halt nur Notfall drücken. Da kann man entweder den Motor manuell betätigen. Die Bremse. Innendecke öffnen und schließen. Außendeckel auf, öffnen und schließen. Machen wir mal den Innendeckel wieder auf. Und um hier rauszukommen, einfach nur den Notschalter wieder aufmachen. Die Bremse ist noch betätigt, das müssen wir lösen. Und auf Main drücken. So.